Guckuck, Servus und Hallo, liebe Grill- und Kochbegeisterte. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge, die Frau am Grill. Hier ist wieder eure Anja mit einer Barbecue-Weltneuheit. Die dürfte euch interessieren. Normalerweise betreibt man ja so eine riesen Feuerplatte auf einer Feuertonne. Also da wird dann Holz angeschürt und dann kommt die Feuerplatte drauf und die erhitzt sich dann und dann kann man drauf grillen und brutzeln. So, aber was machen denn jetzt Leute, die ja wie wir hier auf dem Balkon grillen möchten? Hier ist alles mit Holz ausgekleidet, das ist wirklich ungut und manchmal hat man drüber noch Nachbarn, die sich daran stören. Auch im kleinen Garten ist vielleicht nicht möglich, weil es auch rauchfeindliche Nachbarn gibt. Ja, und für all diejenigen haben wir uns Gedanken gemacht, beziehungsweise der Kameramann ist auf eine geniale Idee gekommen, die darf ich euch heute vorstellen, und zwar, wie man eine Feuerplatte mit Gas betreibt. Und das zeigen wir euch heute, wie wir drauf gekommen sind, welche Vorteile sich daraus ergeben, und wir werden sie sogar noch verlosen. Also dranbleiben, viel Spaß! Wie kommt man denn eigentlich darauf, eine Feuerplatte mit Gas zu betreiben? Das kann ich euch kurz erzählen. Und zwar hat mir die Firma Dross Professional Services den Kattenglut-Hockerkocher zukommen lassen. Da habe ich auch schon ein paar Gerichte drauf gezaubert. Ich verlinke ihn euch mal unten in der Infobox. Darauf lässt sich eine Pfanne, eine Paella-Pfanne, aber auch ein Dutch-Oven und ein Wok betreiben. Noch bevor ich den ausgepackt habe, ist der Kameramann im Dreieck gesprungen und hat gesagt, das ist doch prädestiniert dafür, eine Feuerplatte zu betreiben, hier auf diesem Hockerkocher, also auf Gas. Und der hatte schlaflose Nächte, konnte an nichts anderes mehr denken. Als die Schnappatmung vom Kameramann dann nachgelassen hat, hat er sich wieder beruhigt und hat einmal im Internet recherchiert, hat aber zum Thema Feuerplatte mit Gas betreiben nichts gefunden und hat sich dann mit einem Feuerplattenhersteller in Verbindung gesetzt. Und ich denke, Kameramann, jetzt erzählst du uns mal die Geschichte weiter. Ja, als ich mich da ein bisschen beruhigt habe, ist mir überhaupt erstmal eingefallen, wir haben ja gar keine Feuerplatte da. Also schnell zum Telefon gegriffen, bei grillrost.com angerufen, meinen Namensvetter Matthias, und habe ihm mal von der Idee erzählt. Und der hat gemeint, ne, noch nie gehört, dass irgendjemand eine Feuerplatte mit Gas betrieben hätte. Er hat gemeint, super interessante Idee, ich habe ihm mein Problem geschildert, wir haben keine Feuerplatte, ob er der Anja vielleicht eine durchschickt, hat er gesagt. Tut er sofort eine nagelneue in Versand, ist morgen, da habe ich gesagt, wir brauchen keine nagelneue, das ist ein Test, wir wollen testen, da tut es auch eine alte, ihr habt doch bestimmt eine alte im Hof hinten stehen, die ihr privat dann hernehmt, da hat er gesagt, nee, neue bekommst, dann haben wir da fast diskutiert. Am nächsten Tag war dann eine gebrauchte Feuerplatte da. Wir sind natürlich sofort auf dem Balkon hoch mit der Feuerplatte, haben die auf den Hockerkocher und sind richtig, richtig böse enttäuscht worden. Und warum? Das zeigt euch jetzt die Anja richtig am lebenden Objekt. So, hier habe ich jetzt schon mal alles aufgebaut. Wir haben den Hockerkocher, drüber die Feuerplatte. Dazwischen habe ich noch einen Wok-Aufsatz. Der tut nichts zur Sache, den könnte man jetzt auch weglassen. Der löst das folgende Problem nicht. Wir werden jetzt mal den Hockerkocher anwerfen und dann schauen wir uns das Ganze an. So, und hier haben wir schon eine wunderbare Flamme. Der Kattenglut-Hockerkocher, der hat richtig Power. Aber was hilft die ganze Power, wenn die Hitze hier entweicht, nach oben strömt? Bei einer Feuertonne sieht es nochmal anders aus, weil da liegt die Feuerplatte nochmal auf mehr Hitze drauf. Ja, weil das ist ein größerer Durchmesser und da sieht es schon anders aus. Und auf diese Weise lässt sich einfach die Feuerplatte nicht aufheizen. Ein weiteres Problem ist, wenn ich hier meine Nackensteaks auflege und irgendwann tritt Fleischsaft und Fett raus, dann tropft das alles hier nach unten in die Flamme hinein. Das ist zum einen gefährlich und zum anderen versaut mir das alles. Ja? Also das ist nicht optimal. Und bei einer Feuertonne, da ist es kein Problem, weil da kratzt man ja das Ganze dann einfach ins Feuer hinein. Da passiert nichts. Ja? Also was ist das Problem? Das Loch ist das Problem und das muss weg. Warum hat denn eigentlich oder warum haben alle Feuerplatten Löcher? Das nervt, oder? Also für unser Vorhaben auf jeden Fall. Aber das hat schon einen Sinn. Und zwar, wenn man sie auf einer Feuertonne betreibt und da Feuer macht, ist ja klar, dann erstickt man das Feuer, wenn man dann eine Platte ohne Loch drauflegt. So, ja, aber was machen wir jetzt mit dem Loch? Das muss weg. Und das erklärt euch jetzt der Kameramann. Das Naheliegendste war natürlich, Grillrost kontaktieren, schickt uns einfach doch eine Feuerplatte ohne Loch.
Matthias bei Grillrost angerufen. Was sagt der? Haben wir nicht. Ist eigentlich auch ganz klar, weil bis jetzt noch niemand eine Feuerplatte mit Gas betrieben hat. Und warum sollen die, wie Anja schon erklärt hat, Feuerplatten ohne Loch, geschlossene Feuerplatten für Feuertonnen rausbringen? Das macht ja keinen Sinn. Der Frust saß natürlich sehr tief. Das war ein Tiefschlag. Ich habe mich erstmal hingesetzt. Ein Orangenlimo, zwei Orangenlimo, drei Orangenlimo, vier Orangenlimo. Nach dem fünften Orangenlimo ist mir wieder eine geniale Idee gekommen. Und zwar, ich melde mich am nächsten Tag nochmal bei grillrost.com und frage, ob die mir nicht so eine Eisenplatte, das Loch hat 20 cm, also 22 cm dann, rausschneiden können, schicken können, damit wir das drauflegen oder zuschweißen können. Am nächsten Tag wieder Matthias bei Grillrost kontaktiert. Nee, geht leider nicht. Tja, dann sind wieder 5 Orangenlimos draufgegangen. Kameramann ist natürlich nicht ganz blöd. Wenn man es nicht von Grillrost bekommt, dann bekommen wir es natürlich irgendwo anders im Internet. Unsere Platte, um das abzudecken oder festzuschweißen, anzuschweißen. Im Internet nachgeschaut, da gibt es wirklich wunderbare Firmen. Da kannst du dir auf einen Millimeter die Höhe und die Breite und alles und die Dicke bestellen. 1 Zentimeter dick, 22 Zentimeter Durchmesser, 170 Euro. Ist mir der Spaß jetzt nicht wert gewesen. Es ist dann ungefähr eine Woche ins Land gezogen, in der ich hier bei uns in der Stadt rumtelefoniert habe, verschiedene Firmen angefahren bin, gefragt, nee, also so eine kreisrunde Eisenscheibe rausschneiden ist nicht. Eines Freitags, beziehungsweise an dem Freitag dieser Woche, bin ich dann zu unserem Fischhändler gefahren, zum Lucky. Der wohnt nicht weit weg, ihr kennt ihn vielleicht. Der hat der Anja in einem Video, das verlinkt sie euch oben mal, das Fischfiletieren beigebracht. Und als der die Fische für mich aus dem Wasser rausgetan hat, habe ich seinen Schweißapparat entdeckt. Und der Luki, das ist ein ganz findiger, schlauer Kerl, der ist ein Schreiner, der schweißt, der Kfz-Mechaniker. Ich habe sofort mein Handy rausgezogen, habe gesagt, Luki, das ist ein Hockerkocher, das ist meine Grillplatte, das Loch muss weg. Und er hat gesagt, ja, wo ist denn das Problem? Ich habe einen Kumpel, kommst du morgen vorbei, sagst mir schnell die Maße, dann ist diese Platte, mit der du dieses Loch zumachen magst, da für dich. So, ihr seht, wir haben hier vom Lucky unsere Eisenplatte bekommen. Die ist hier jetzt noch nicht abgeschliffen am Rand, das macht er uns aber noch, wenn wir es festschweißen wollen, und daran werden wir auch nicht vorbeikommen, weil wenn wir die jetzt hier drauflegen, diese Eisenplatte, ihr hört es vielleicht, das wackelt und nackelt. Wir haben praktisch die gleiche Problematik wie vorher. Zumindest eine ist jetzt mal weg. Das Feuer wird sich, die Hitze wird sich gut verteilen. Die wird aufheizen, die Feuerplatte. Nur das Problem ist, uns wird hier unten der Fettsaft rein. Wir haben Fettbrand unten, die Sauerei, die Brenner werden mit Fett und Fleischsaft voll. Das geht überhaupt nicht. Wer jetzt sagt, mein Gott, dann kann die Anja ja nicht mehr diese Feuerplatte auf einer Feuertonne betreiben. Stimmt, ist richtig. Mag sie aber auch überhaupt nicht, weil wir keine Feuertonne haben und b, dürfen wir sie hier auf dem Balkon nicht betreiben und im Garten, und wir haben hier oben so viel Grills, brauchen wir nicht. Zudem, wenn das festgeschweißt wird, wenn bewiesen worden ist, dass es gut funktioniert, geht diese Feuerplatte für die Gasbefeuerung in eine Verlosung, da könnt ihr gewinnen. Drum bis zum Schluss vom Video bitte dranbleiben, und jetzt geht's ab zum Lucky. Festschweißen, Bier dabei trinken, oh, ich habe hier noch eins, bis gleich. So, hier sind wir angekommen beim Lucky, und der schleift jetzt erstmal die kleine Eisenscheibe zurecht, damit das Ganze dann gut hält. Und auch das Innere, den inneren Rand der Feuerplatte muss er zuschleifen, das ist klar, und von Fett befreien. Ja, und dann setzt er schon mal die ersten Schweißpunkte, um das Ganze einfach zu fixieren. Und dann geht's ans Schweißen. Jetzt kommt die Schweißnaht, und die befestigt die kleine Scheibe jetzt auf der großen Feuerplatte. Und zum Schluss hat er uns das Ganze natürlich auch noch abgeschliffen, damit das schön aussieht. Ja, und dann geht's noch an die Bezahlung. Und so machen Männer Geschäfte. So, die Feuerplatte ist jetzt endlich hier auf dem Hockerkocher angekommen, und ihr seht, sie ist sehr schief, aber keine Sorge, wir werden sie jetzt erhitzen und dann richtet sie sich wieder optimal aus. So, der Hockerkocher läuft auf höchster Stufe und wir werden jetzt mitstoppen, wie lange die Feuerplatte braucht, bis sie sich wieder optimal ausgerichtet hat.
Und in der Zwischenzeit schauen wir uns an, was auf die Feuerplatte kommt. So, Kameramann, was hast du denn da alles Feines und vor allem, wie hast du es gewürzt? Also ich habe die Zucchini aus dem Garten nur mit Olivenöl und Currypulver, Salzen und Pfeffern darf jeder später. Wir haben aus dem Garten Zuckerschoten und Zwiebeln, die habe ich mit Olivenöl und meinem neuen feinen mediterranen Gewürz, dem Medicopter von McAllister's Outdoor Cooking. Also du musst das ablesen. Ja, ich bin nicht so schnell im Lesen. Ja, aber genau. Ich wäre schneller. McAllister's Outdoor Cooking, die Pig Pang Theory, ein Wortspiel angelehnt an eine Fernsehserie. Damit ist der Nacken gewürzt. Und hier haben wir Putenbrüste. Dazu gibt es Darkwing Dutch. Genau. Darkwing Dutch von McAllister's Outdoor Cooking. Richtig. Genau. Und super. Jetzt hat Chefin auflegen. Ja, jetzt wird aufgelegt, oder? Ja. Sehr gut. So, nach gut 3 Minuten hat sich die Feuerplatte jetzt ausgerichtet. Das sieht doch wieder super aus. So muss das sein. Und jetzt werden wir mal schauen, wie heiß die schon ist nach 3 Minuten. Bereit, um aufzulegen, würde ich sagen. Was für eine Power. Wahnsinn, dieser Hockerkocher. So, das sieht doch alles wunderbar aus. Wir lassen es uns jetzt schmecken und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Also ein negativer Punkt muss man schon mal sagen, deswegen haben wir hier die Tücher noch liegen. Wenn die Feuerplatte abkühlt, dann verbiegt sie sich wieder und dann tropft natürlich das Fett und der Fleischsaft hier runter. Und deswegen muss man aufpassen. Gut, ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber es ist natürlich schon ein Nachteil, muss man sagen. Und zum anderen, durch die Hitze, die hier nach unten, von unten nach außen strahlt, ist es so, dass man hier schon aufpassen muss. Also es ist ein Sicherheitsaspekt. Deswegen übernehmen wir natürlich keine Haftung, ganz ausdrücklich, wenn ihr das zu Hause nachmacht. Das sind aber schon die 2 einzigen Nachteile. Kommen wir zum ersten Punkt, zu einem Vorteil dieser Konstruktion. Und zwar könnt ihr die Hitze regulieren. Kann man vielleicht mit der Feuertonne auch, indem man mehr oder weniger Holz reingibt. Aber hier ist es schon wesentlich praktischer und komfortabler. Ein zweiter Vorteil ist, dass ihr hier in 3 Minuten Hitze habt und könnt sofort auflegen. Also die Feuerplatte heizt sich richtig flott auf, eben durch die Power von unten, durch die Flamme. Ein dritter Vorteil ist, dass man diese Feuerplatte so auch auf dem Balkon betreiben kann. Ja? Rauchfrei, ebenso im Garten, und man stört rauchfeindliche Nachbarn dabei nicht. Und ein letzter Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist, dass das System portabel ist. Das könnt ihr auch mit zum Campen nehmen. So, Kameramann, und was sollen jetzt Leute machen, die sich für so eine Feuerplatte interessieren, ohne Loch, durchgehend, ohne diese Behelfskonstruktion? Einer nagelneuen, schönen Feuerplatte, die sich nicht wählt, dann sollen die mir eine E-Mail schreiben, matthias@diefrauamgrill.de, immer schön mit Bindestrich, du blendest es ein, weil ich bin schon mit Herstellern in Kontakt, die haben da auch Interesse, was zu machen. E-Mail an mich, ich leite die E-Mail an den Hersteller weiter und der Hersteller meldet sich dann bei euch mit einem Angebot. Schreibt bloß rein, ob ihr Interesse an einer 80 cm oder 100 cm Feuerplatte habt. So, wieder rüber zur Chefin. Sehr gut. Und Freunde, diese Behelfskonstruktion, die wirklich top funktioniert, sowie den Hockerkocher und noch vieles mehr, das wird demnächst hier bei Die Frau am Grill verlost. Also unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr dieses tolle Gewinnspiel nicht verpasst. Ich bedanke mich jetzt noch herzlich abschließend bei Dross Professional Services für den Hockerkocher, ohne dem diese Idee gar nicht entstanden wäre, wenn der nicht da wäre. Dann natürlich noch bei grillross.com für die Zurverfügungstellung der Feuerplatte und bei Christian Mecke von McAllister's Outdoor Cooking für die Videosequenz, die ich euch eingangs eingeblendet habe, von der Feuertonne mit Feuerplatte. Und natürlich danke für seine tollen Gewürzmischungen. Und
Was noch ganz wichtig ist, ich möchte mich noch bei euch Zuschauern bedanken, dass ihr das Video bis zum Schluss angesehen habt, für eure Kommentare, dass ihr ja, mir immer Feedback gebt. Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank. An Lucky haben wir vergessen. Lucky, da müssen wir uns auch noch bedanken, genau. Ein großes Dankeschön auch an den Schweißermeister. Ja. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben dafür. Ich blende euch noch was zum Abonnieren ein. Ist kostenlos. Einfach abonnieren, Glocke aktivieren und dann werdet ihr informiert, wenn ich wieder am Start bin. So, Kameramann, jetzt putzen, Platte putzen. Die Platte? Ich wollte jetzt zum Fischen gehen. Nein, erst Platte putzen und dann steht der Gasgrill noch an. Warum? Was ist da los? Auch dreckig.